Mit der Vorstadt St. Petri sind wir in der vierten und ehemals kleinsten Vorstadt von Mühlhausen angekommen. Bis in das 16. Jahrhundert hinein hieß diese Vorstadt Johannesvorstadt. Der Namenswechsel ist wahrscheinlich durch den Abriss der Johanneskirche 1577 zu erklären, da seit jener Zeit die Petrikirche als Vorstadtkirche galt. Laut Altenburg erstreckte sich die Petrivorstadt gen Abend vom Sebastianmarkt und der Rosengasse bis zum Schaffentorer. In der Petrivorstadt gab es einst nur 95 Häuser, die auf 8 Straßen verteilt waren. Der Zugang zur Stadt erfolgte aus Nordwesten vom Eichsfeld her durch das Schaffentor. Es entstand im Zuge des Baus der äußeren Stadtmauer und hieß zunächst Kaisertor. Als 1256 die Pfalzburg durch die Mühlhäuser Bürger zerstört wurde, brach man auch das alte Kaisertor ab. Vom Schaffentor aus erfolgte der Zugang zur Innenstadt vorwiegend durch das Pfortentor, welches aber im Vorstadtbereich von St. Margarethen lag. 1451 wurde es dann als Schaffentor erstmals erwähnt, welches beim Zusammentreffen vom Petri-Steinweg und der Schaffentorstraße an der Feldschlosssee stand. Die Schaffentorstraße hieß damals Kielingsgasse und die Feldschlosssee ist uns heute als Mittelstraße bekannt. 1575 wurde das Schaffentor durch einen Wolkenbruch unterspült, stürzte ein und wurde 1712 ganz abgerissen. Die Steine sollen beim Bau der Brotlaube am Obermarkt Verwendung gefunden haben. Der Hauptzugang aus Westen erfolgte durch das äußere Frauentor. Es steht auf dem Ziegelsberg am alten Hessenweg Richtung Wanfried auf dem höchsten Punkt der Stadt. Errichtet wurde es im 15. Jahrhundert und ist das einzige Tor der Außenmauer, von denen es einst 9 gab, das heute noch erhalten ist. Gern wird durch die Stadtführer im Zusammenhang mit dem Bau des äußeren Frauentores die Sage vom Blutstein erzählt. Meister Friedhelm hatte vom Rat den Auftrag erhalten, das äußere Frauentor und das äußere Erfurter Tor zu bauen. Er selbst übernahm die Bauleitung am äußeren Erfurter Tor und sein Geselle den Bau des äußeren Frauentores. Der Geselle hatte aber ein Auge auf das Töchterlein seines Meisters geworfen. In froher Erwartung stand diese vor dem Tor, als der Meister das Bauwerk abnehmen wollte. Obwohl er eifrig nach Mängeln suchte, musste er feststellen, dass sein Geselle das Tor noch schöner und höher als das Tor des Meisters errichtet hatte. Voller Zorn stürzte er den Gesellen aus der oberen Luke des Turms. Der Geselle fiel aber genau auf das Töchterlein des Meisters, welches noch immer vor dem Tor wartete. Da lagen nun beide in ihrem Blute vor dem Tore. Voller Grauen blickte Meister Friedhelm auf die beiden Toten. Er flüchtete halb wahnsinnig aus der Stadt und ward nie wieder gesehen. Der blutige Stein, auf dem die beiden Liebenden den Tod fanden, wurde über dem Torbogen in den Turm eingesetzt, zur ewigen Erinnerung an die grausame Tat. Das heute noch existierende innere Frauentor war damals der einzige Innenstadtzugang der Johannes- bzw. Petri-Vorstadt und wurde zusammen mit der inneren Stadtmauer im 12. Jahrhundert erbaut. Von einst 7 Innenstadttoren ist das innere Frauentor das einzige, das heute noch vorhanden ist. Ursprünglich 5-etagig brannte es 1649 völlig aus und musste abgerissen bzw. umgebaut werden. Das erfolgte in den Jahren 1654 und 1655. Damals erhielt das Tor sein heutiges Aussehen. 1552 wurde das Vortor oder auch mittlere Tor erbaut. Zu dieser Zeit ist wahrscheinlich auch das Zollhaus entstanden. Eine Zwingermauer wie bei den anderen Innenstadttoren ist für das Frauentor nicht nachgewiesen. Das Zollhäuschen, in dem der Stadtbeamte mit seiner Familie wohnte, überstand den Abriss des mittleren Tores 1830. Es wurde erst um 1900 abgebrochen und an seiner Stelle ein Mauerdurchbruch für Fußgänger angelegt. Ihren Namen erhielten inneres und äußeres Frauentor von der Marienkirche, die auch als Frauenkirche bezeichnet wird, in Anlehnung an die Mutter Maria. Am 1. Juli 1949 wurde das innere Frauentor nach aufwendiger Restaurierung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Torzimmer des Frauentores war mit wertvollen antiken Möbeln ausgestattet, sowie mit eiche geräucherter Paneltäfelung und einer Kassettendecke versehen worden.
ein den Meeresgott Neptun darstellender Leuchter, teilweise angefertigt aus Hirschgeweihstangen, ziert den Raum. Der Leuchter hing einst in der Toreinfahrt des Weißen Hauses am Stadtwald. Wenn wir uns nun den Kirchen von St. Petri zuwenden, müssen wir nochmals auf den ursprünglichen Namen dieser Vorstadt, St. Johannes, zurückkommen. Der Vorstadtname ist abhängig von dem Namen der Vorstadtkirche. Die älteste Kirche dieser Vorstadt war die Johanneskirche an der Nordflanke des Blobachs. Zu ihr gibt es recht gute Beschreibungen, aber keine einzige Zeichnung. Dafür ist ihre genaue Lage bekannt. Erste Erwähnungen der Johanneskirche gehen auf das Jahr 1342 zurück. Da sie zwischen 1343 und 1357 neu erbaut wurde, ist anzunehmen, dass sie wesentlich älter gewesen ist. Neben der Kapelle des Antonius-Hospitals war die Johanneskirche die einzige der Stadt, die nicht dem Deutschen Orden unterstand, sondern unter das Patronat des Mühlhäuser Rates fiel. An die turmlose Kirche wurde um 1515 eine Sakristei angebaut. Der Friedhof reichte bis an die Zinkengasse heran. Wann die Jutokuskapelle erbaut wurde, ist nicht bekannt. Sie war an die Johanneskirche angesetzt und wurde beim Abriss der Johanneskirche 1577 an die Petrikirche als Bar- und Leichenhalle umgesetzt. 1846 fertigte Adolf Tilesius von Tillenau eine genaue Zeichnung der Kapelle an, bevor sie vernichtet wurde. Die Reithalle, die heute an der Stelle der Johanneskirche steht, wurde 1830 gebaut und bis Ende des 19. Jahrhunderts von den preußischen Ulanen bzw. Kürassieren genutzt. Später war sie Garage für städtische Fahrzeuge, wurde 1996 restauriert und zu einer Markthalle umgebaut. Zwischen 1348 und 1350 entstand am Pestfriedhof bei den Teichen eine kleine Holzkirche, die ab 1352 als steinerne Petrikirche neu errichtet wurde und 1356 fertiggestellt war. Der Ursprung der Kirche oder Kapelle aber reicht zurück bis in das Jahr 1250. Sie soll als Dankeskapelle für den Sieg der Mühlhäuser über die Grafen von Regenstein und Hohenstein an einer vorgelagerten Stadtmauer errichtet worden sein. Die Petrikirche unterstand dem Deutschen Orden als Filiale der Marienkirche. Beim Stadtbrand 1422 stürzte das Gewölbe ein und wurde durch eine Flachdecke ersetzt. Nach der Reformation in der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde die Kirche zur evangelischen Pfarrkirche. 1577 erhielt sie aus Teilen der abgerissenen Johanneskirche an der Westseite einen zweigeschossigen Anbau. Die Sakristei wurde mit einem Turm in Fachwerkbauweise mit nadelförmigem Dach aufgestockt. Ihr weithin bekanntes buntes Dach bekam die Petrikirche aber erst zwischen 1893 und 1895 beim letzten großen Umbau. Auch die Fenster im neogotischen Stil nach Entwürfen des Architekten Gottfried Köthe wurden erst in jener Zeit eingesetzt. Das Geläut der Petrikirche besteht aus vier Glocken, deren älteste die 760 Kilogramm schwere Petrusglocke aus dem Jahre 1482 ist. 1713 schuf der Mühlhäuser Orgelbaumeister Christoph Wender die erste Orgel für die Petrikirche, die aber durch spätere Umbauarbeiten zerstört und schließlich entfernt wurde. Seit 1910 befindet sich eine Orgel der Firma Wilhelm Rühlmann aus Zürbig in der Kirche. Der Taufstein der Petrikirche ist aus der Zeit um 1350 und gilt als der älteste Taufstein in Mühlhausen. Da seit 1802 auch in Mühlhausen die allgemeine Schulpflicht durch die neue preußische Regierung eingeführt wurde, entstand in St. Petri 1838 eine sogenannte Küsterschule. Sie stand an der Ecke Petri-Steinweg-Petri-Teich, gleich neben der Petrikirche. Hier wurde in Gemeinschaftsunterricht die 1. bis 4. Klasse unterrichtet. Nach der 4. Klasse endete damals die Schulpflicht. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Einklassensystem abgeschafft, aber die Klassen nach Jungen, Mädchen und dem Alter getrennt. Der Platz reichte bald nicht mehr aus, wozu die steigende Bevölkerungszahl noch erschwerend hinzukam.
Außerdem gehörte ein Großteil der Margaretenvorstadt mit zum Einzugsgebiet der Petrischule. Ein größerer Schulbau musste her. Nachdem 1892 der Schulbetrieb der neuen Volksschule 2 in der Brunnenstraße startete, begann am 3. September 1894 auch der Schulbetrieb in der neuen Petrischule am Petriteich. Das alte Schulgebäude diente zu DDR-Zeiten als Hort und wurde im Zuge des Kreiselbaus am Petri-Steinweg-Petriteich 2016 abgerissen. 1939 wurde die Petri-Schule in Dietrich-Eckert-Schule umbenannt. Kurzzeitig erhielt sie 1945 ihren alten Namen zurück. Nach der Gründung der DDR 1949 wurde auch die Petri-Schule eine polytechnische Oberschule mit der Nummer 5. Später erhielt sie den Namen Hans Beimler. Aber auch das hatte nur bis 1989-90 Bestand. Heute heißt sie wieder Petri-Schule und ist eine staatliche Regelschule. Zu den Schulen der Stadt zählt auch die Pestalozzi-Schule im Johannistal. Sie ist eine Sonder- oder wie man heute sagt, Förderschule. Bevor sie in den 1970er Jahren ihren Schulbetrieb im Johannistal 16 startete, war sie am unteren Steinweg in einem recht kleinen Gebäude auf dem ehemaligen Predigerhof zu finden. In den 1950er Jahren gab es noch in einem geschichtsträchtigen Gebäude am Blobach die Betriebsberufsschule der HU. Zu diesem Haus, welches heute die Hausnummer Johannesstraße 9 bis 10 trägt, komme ich später noch zurück. Nun erst einmal zur Industrie von St. Petri. Auf den ersten Blick und aus heutiger Sicht ist da nicht viel los. Aber das täuscht. Wie auch in St. Nikolai und St. Georgi waren die Mühlen mit ihren unterschiedlichen Gewerken die ältesten Industriebetriebe dieser Vorstadt. Ebenso das Handwerk. So erinnern heute noch zwei Straßennamen, der Blobach und der alte Blobach, an das Flachschlagen. Dazu aber bei den Erklärungen zu den Straßennamen mehr. Die erste Mühle von St. Petri stand nahe der Breitzülzen Quelle. Sie wurde als Breithölzer Mühle bezeichnet und gehörte, wie die Meierei Breitesholz auch, dem Kloster Reifenstein. 1254 wurde sie erstmals als reine Getreidemühle erwähnt. 1292 verkaufte das Kloster Reifenstein die Mühle für 40 Mark Silber an die Stadt Mühlhausen. Im selben Jahr wurde sie im Zuge der Neuverlegung der Breitsülze abgebrochen. Eine weitere Mühle stand am Bachlauf des Sambacher Steingrabens unterhalb des Danielsberges. Die Helmboldtsche Mühle wurde erst zwischen 1855 und 1857 als Lohmühle erbaut. Mit 9 Metern Durchmesser soll sie das größte Wasserrad von Mühlhausen gehabt haben. Sie war von Anfang an eine Industriemühle zum Herstellen der Gerberlohe. Schon 1864 wurde sie zu einer Dampfspinnerei umgebaut. 1912 wurde auch diese Fabrik geschlossen und der neue Besitzer machte aus der ehemaligen Mühle einen landwirtschaftlichen Betrieb. 1954 entfernte man auch das Wasserrad. Im Zuge der Bachverlegung erbaute man 1292-93 eine neue Frohnmühle am neuen Bachlauf der Breitsülze, kurz vor dem äußeren Frauentor am Hagebuttengraben, der damals Hirtengraben hieß, in der Johannesstraße. Da durch den Betrieb dieser Mühle etwa 75% des Wassers, das für die Oberstadt bestimmt war, über den Hirtengraben abfloss, wurde die Mühle im Jahre 1323 wieder abgebrochen. 10 Jahre zuvor, 1313, begann man mit dem Bau der Blobachsmühle. Sie war Getreide- und Lohmühle und wurde 1840 zu einer Spinnerei umgebaut. Nachts war sie bis 1856 weiterhin Getreidemühle. Von 1896 bis 1934 war die Blobachsmühle eine Strick- und Wirkwarenfabrik. Durch die unterirdische Verlegung der Breitsülze 1948 verloren die Mühlenbetreiber ihre Wasserrechte und die Mühle war fortan ein reines Wohnhaus, dessen altes Mühlrad 1951 entfernt wurde. Am 8. September 1983 brannte die alte Blobachmühle ab. An ihrer Stelle wurde danach ein neues Wohnhaus errichtet. Abgesehen von einigen Handwerksbetrieben
die sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts vorwiegend in der Mittelstraße ansiedelten, gab es in St. Petri nur zwei wirkliche Industriebetriebe. Einer war die Leder- und Treibriemenfabrik von Friedrich Stephan. Sie wurde 1851 gegründet und war die erste Mühlhäuser Firma, die ihre Maschinen über Transmissionsriemen mit Dampfkraft betrieb. An ihrem Standort im Johannisthal wurden unter anderem Lederriemen aller Art, Aktentaschen und Fahrradsättel hergestellt. In den beiden Weltkriegen kamen Lederriemen, Gürtel und Tornister für die Streitkräfte hinzu. Nach dem Zweiten Weltkrieg produzierte das Werk meist für die sowjetischen Besatzer, bis 1948 die Enteignung kam. Von da an bis 1953 hieß die Fabrik nun VVB Leder- und Lederwarenfabrik Mühlhausen. Unter dem Namen VIB Lederwarenfabrik Mühlhausen in Thüringen wurde ab 1953 die Produktion von Schulranzen aufgenommen. Praktisch jedes Schulkind in der ehemaligen DDR trug seither einen Schulranzen aus Mühlhausen. Bis 1989-90 wurden aber auch Fahrradsättel aus Kunstleder und Fahrradtaschen sowie Aktentaschen gefertigt. Die Erben von Friedrich Stephan verkauften die Fabrik 1992, was das Ende der Lederwarenherstellung in Mühlhausen bedeutete. Der andere Industriebetrieb war der Thüringer Baumwollwerke Kroll und Kleinschmidt in der Johannesstraße. Die Fabrikanten Adolf Gottfried Kroll und Christian Gottfried Kleinschmidt gründeten das Werk 1855 als mechanische Weberei. 1917 übernahm Otto Engler die Fabrik und erweiterte sie 1919 um Spinnerei, Zwirnerei, Färberei und Näherei. Produziert wurden unter anderem Bettzeuge, Inlets, Hemdenflanelle und Hemdentuche. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Produktion unter Sequester mit 171 Mitarbeitern. Bereits 300 Beschäftigte waren es 1950. 1953 wurde das VIB Baumwollwerke Clara Zetkin gegründet, dessen Hauptwerk das ehemalige Thüringer Baumwollwerke Kroll und Kleinschmidt war. 1968 erhielt der Zusammenschluss von 38 baumwollverarbeitenden Betrieben der Region den Namen Cotana. Auch hier blieb die Firma in der Mühlhäuser Johannesstraße das Werk 1. Neben dem VIB Holzverarbeitung in unmittelbarer Nachbarschaft des Lederwarenwerkes, dem Lederwarenwerk selbst und dem Thüringer Baumwollwerk in der Johannesstraße waren für die Petri-Vorstadt die beiden Brauereien in der Johannesstraße von Bedeutung. Die kleinere der beiden war die Bergbrauerei Weimar, die von 1860 bis 1972 relativ eigenständig Bier und Erfrischungsgetränke herstellte. 1972 wurde die Bierproduktion eingestellt, die Brauerei dem VIB Brauhaus Mühlhausen angegliedert und die Produktion auf Erfrischungsgetränke umgestellt. Nach der Wende wurde die Produktion eingestellt und die Brauerei geschlossen. Die Thuringia Brauerei war wohl die berühmteste und bekannteste der Mühlhäuser Brauereien. 1849 von August Schmidt in der Johannesstraße 24 gegründet, wurde sie 1952 zum VIB Brauhaus Mühlhausen im Getränkekombinat Erfurt. Sie war die am längsten existierende Brauerei, wurde 1990 in Thuringia Brauerei GmbH umbenannt und 1999 geschlossen. Damit gab es in der Stadt der guten Biere nun auch kein Mühlhäuser Bier mehr. Stadttore haben wir, Kirchen haben wir, Schulen und Industrie haben wir. Weiter geht es mit den Straßen, Plätzen, Gaststätten und natürlich mit den Sehenswürdigkeiten von St. Petri. Beginnen möchte ich mit der Rosenstraße und dem Bastmarkt. Dass der Bastmarkt eigentlich Sebastianmarkt heißt, und dass in der Rosenstraße einst die leichten Mädchen gewohnt haben sollen, ist schon von der Dokumentation zur Vorstadt St. Nikolai bekannt. Auf dem Teilstück von Bastmarkt und Rosenstraße, welches zur Vorstadt St. Petri gehört, erstreckte sich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts der Garten der Familie Tilesius. Er reichte bis an die heutige Grünstraße heran. An der Ecke von Rosenstraße und Bastmarkt befand sich seit etwa 1877 eine kleine Gaststätte mit Kegelbahn. Schon 1897 wurden im damaligen Gambrinus deftige Speisen gereicht.
Ab 1925 wurde die Gaststätte als Verkehrshaus der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter unter dem Namen Volkshaus geführt. Von 1933 bis 1947 hieß es Haus der deutschen Arbeit, wurde aber ab 1947 wieder Volkshaus genannt. Vom FDGB und der FDJ der DDR noch bis Oktober 1951 genutzt, wurde es im November 1951 geschlossen und steht seither leer. Schon bevor 1871 auf dem Grundstück St. Petri 93J ein Wohnhaus mit Seitengebäude errichtet wurde, befand sich dort ein Gasthaus mit dem Namen Reichsadler. 1949 wurde der Reichsadler zum Gasthaus zum Bastmarkt. Seit den 1930er Jahren war der Reichsadler ein Eldorado für Mühlhäuser Kegelfreunde. Die Kegelbahn wurde 1949 erweitert und das ganze Gebäude 1990 saniert. Neueröffnung mit viel Prominenz war am 6. Juli 1991. Das Haus trug nun den Namen zum Adler. 1999 kaufte Heiko Seipel das Gasthaus und benannte es in Seipels Gaststätte um. Auch die Ostseite des oberen Bastmarktes ab der Einfahrt Bahlstraße gehört zu St. Petri. Bis zum Blubach hinauf erstreckten sich bis 1894 die Reitställe der Ulanen. Nach deren Abzug entstand dort das Feuerwehrdepot. Weithin sichtbar ist auch heute noch der 14 Meter hohe Steigerturm in Fachwerkbauweise. Er wurde 1898 errichtet und diente zum Trocknen der Schläuche sowie zu Übungszwecken. Das Fachwerk ab der ersten Etage war mit Holz verkleidet, nur die untere Etage ist aus Stein. Zuvor wurden die Schläuche unter anderem im alten Turmstumpf der silbernen Ecke zum Trocknen aufgehangen. In den ehemaligen Ställen waren auch weitere städtische Fahrzeuge wie der Müllwagen und der Leichenwagen untergestellt. Die Pferdeställe befanden sich in Höhe der Wahlstraße. Anfang der 1920er Jahre wurde ein festes Gebäude für die Feuerwehr an der Ecke Bastmarkt-Wahlstraße errichtet. Zwischen der Feuerwache und der inneren Stadtmauer befindet sich der Hohe Graben. Dieser hieß bis 1955 Schießgraben und erstreckte sich vom Blobach bis zum Lenzeplatz. Er bezeichnet eigentlich den Weg auf dem Grabenwall. Bis etwa 1820 konnten die Mühlhäuser Schützen am Sonntagmorgen im Schießgraben auf Scheiben schießen. Dass es am Hohen Graben auch einmal eine Reeperbahn gegeben hat, dürften die wenigsten Mühlhäuser-Einwohner wissen. Wie lange dort eine Mühlhäuser-Seilerwerkstatt war, ist nicht bekannt. Damit sind wir auf dem Blobach angekommen. Er ist heute der Mühlhäuser-Festplatz, auf dem sowohl zum Frühlingsfest als auch zur weithin bekannten Mühlhäuser-Kirmes mit Karussells und Buden seit den 1880er Jahren der Rummel abgehalten wird. Den Rest des Jahres ist er ein innenstadtnaher Parkplatz. Das war aber nicht immer so. Weit vor dem Bau der Stadtmauern im 13. und 14. Jahrhundert soll der heutige Platz ein Teil der Via Triumphalis gewesen sein. Das war eine Triumphstraße, die bis an die Marienkirche heranreichte. Erst 1266 wird der Platz als Blabacus, was Geplapper bedeutet, erstmals erwähnt. Der Name Blobach selbst entstand aber erst nach der Verlegung der Breitsülze 1292. Nach Dr. Adolf Sellmann soll der Name von den Holzblöcken oder Holzbohlen abgeleitet sein, welche im Mittelalter Blochs genannt wurden und zum seitlichen Abstützen des Bachbettes verwendet wurden. Demnach hieß der Platz ursprünglich Blochbach, was sich zu Blobach wandelte. Wahrscheinlicher ist aber, dass der Blobach einst eine Flachsröste war. Dabei wurden die Flachsbündel in Wasser eingeschwemmt. Durch das Plohen, was nichts anderes bedeutet wie Schlagen, wurde die Faser vom Bast, dem sogenannten Schemen, getrennt. Dadurch entstand Leinen, der bis weit in das 18. Jahrhundert hinein neben Wolle der einzige Textilstoff der armen Leute war. Auch hier haben die Mühlhäuser wieder einen Buchstaben weggelassen und so wurde aus Blobach mit W der Blobach ohne W. Als
Als Nicht-Mühlhäuser sollte man wissen, dass der Blubach in kleiner und großer Blubach unterteilt ist. Die optische Grenze bildet der in Nord-Süd-Richtung verlaufende Bastmarkt. An der Nordseite wird der Blubach von der Johannisstraße begrenzt. Dort, wo der Bastmarkt und der Petri-Stein-Weg auf die Johannisstraße treffen, ziert seit November 2020 ein Verkehrskreisel den weitläufigen Platz. Vier Gasthäuser lagen direkt am Blubach. An der Ecke zum Bastmarkt gab es seit etwa 1885 die Gaststätte zum Kaiser Wilhelm. Das Haus mit Pferdeställen wurde 1863 gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg in Blubachs Eck umbenannt, gab es dort in den Nachkriegsjahren ein markenfreies Stammgericht, welches mit Brot- oder Kartoffelmarken bezahlt werden konnte. 1965 wurde die Gaststätte geschlossen und das Haus 1994 wegen Baufälligkeit abgerissen. In der Johannesstraße 7 an der Nordseite des Blubachs gab es seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine kleine Gaststätte namens Fürst Bismarck. Die Weiterführung dieses Namens wurde 1878 verweigert und das Gasthaus 1886 in zum Blubachsheim umbenannt. Zwischen 1910 und 1911 wurde das alte Haus abgerissen und durch das heutige Gebäude ersetzt. Bis zum Anfang der 1990er Jahre änderte sich in Bezug auf den Namen nichts. Ab 1999 hieß es dann Andis Kneipe und ab 2005 Funkys Kneipe am Rahmentürmchen. Derzeit ist die Gaststätte geschlossen. Das Gasthaus Drei Rosen bestand einst aus zwei separaten Häusern mit den alten Hausnummern St. Petri 51, 52. Ursprünglich im Haus St. Petri 51, um 1867 von Georg Christoph Dachert eröffnet, wurde es um 1876 erweitert. In den 1930er Jahren erfolgte ein Umbau und die optische Angleichung der beiden Häuser. Bis 1987 wurde das Gasthaus bewirtschaftet und stand nach seiner Schließung lange leer. Trotz eines Gutachtens über die große städtebauliche Bedeutung verfielen die leerstehenden Gebäude immer mehr und wurden 2017 abgerissen. Der Gasthof Thüringer Hof trug vor 1854 den Namen Rehbock. Dort hatte schon 1631 der große Feldherr Tilly logiert. Auch die Ulanen, die hier von 1851 bis 1894 im Bürgerquartier lagen, kehrten gern dort ein. Seit 1853 hieß das Gasthaus Thüringer Hof. 1899 wurde das alte Gasthaus abgebrochen und an seiner Stelle ein neues Restaurant gebaut, das zunächst auch den Namen Thüringer Hof beibehielt. Danach war es ab 1873 das Odeum. Zur Zeit des Ersten Weltkrieges wurde der Thüringer Hof als Kaserne des Landwehrersatzregimentes Nr. 32 genutzt. 1924 bekam es den Namen Gesellschaftshaus Deutsches Heim, ab den 1930er Jahren war es der Bürgerhof und seit den 1940er Jahren Sternhaus Künstlerspiele, welches 1943 kriegsbedingt geschlossen wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlingsunterkunft genutzt, zog in den 1950er Jahren die HO-Berufsschule in das Gebäude. Von der inneren Stadtmauer bis zur ehemaligen Reiterhalle und der ehemaligen Blubachsmühle bilden Johannesstraße und Blubach eine räumliche und optische Einheit. Nur der Straßennamen und die Hausnummern sind verschieden. Die Johannesstraße, deren Name eigentlich Johannesstraße ist, wurde 1876 erstmals erwähnt. Zuvor war sie in Schützenberg, am Hirschgraben, bei der Blubachsmühle, Vorkreuzziegelei und vor dem oberen Frauentor unterteilt. Ab dem äußeren Frauentor hieß die Straße von 1939 bis 1950 Obere Johannesstraße und ab der heutigen MV-Allee bis ins Johannistal Schützenbergstraße. Sie ist nach der ehemaligen Johanneskirche an der Nordseite des Blubachs benannt, die eingangs schon erwähnt und beschrieben wurde. Von 1901 bis 1968 prägte neben dem Frauentor die Straßenbahn das Gesicht der Johannesstraße.
Auch die Fabrikanten Willen sowie der bis 1948 offene Bachlauf der Breizhülze waren und sind charakteristisch für diese Vorstadtstraße. Bevor wir uns nun ins Johannistal begeben, möchte ich noch auf eine Gasse zu sprechen kommen, die den schönen Namen Zinkengasse trägt. Sie wurde 1388 erstmals erwähnt und ist wahrscheinlich nach einer Familie Zinke oder Zenge benannt, die dort Besitz hatten. In einem Haken führt sie von der Johannesstraße zum Petri-Steinweg und war einst der Weg um den Friedhof von St. Johannes. An der Ecke Zinkengasse-Johannesstraße steht mit der Hausnummer Zinkengasse 36 eines der schönsten alten Fachwerkhäuser der Petri-Vorstadt. Es wird oft als das älteste Fachwerkhaus der Stadt bezeichnet, was aber nicht nachgewiesen ist. Das älteste Haus von St. Petri ist es aber bestimmt. Teile des Hauses werden auf das Ende des 13., Anfang des 14. Jahrhunderts datiert. Andere Gebäudeteile entstanden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Bis in die 1980er Jahre bewohnt, steht es bis heute leer und droht zu verfallen. Kurz nach dem äußeren Frauentor beginnt der Hagebuttengraben, der 1402 erstmals erwähnt wurde. Er ist ein Teil der äußeren Stadtbefestigung und wurde zuvor als Hirtengraben bezeichnet. Der Hagebuttengraben verbindet als reiner Fußweg die Johannesstraße mit der Thonbergstraße. Einen kleinen Abstecher machen wir noch in den oberen Teil des ehemaligen Birkenweges und zur Krollstraße. Diese verbindet die Rosenstraße mit der heutigen MV-Allee und ist seit 1906 nach dem Fabrikanten Adolf Gottfried Kroll benannt. Fast hätte ich das Gasthaus Schützenberg vergessen, welches etwa 100 Jahre lang eines der bekanntesten und beliebtesten Tanzlokale der Stadt war. Der Schützenberg wurde bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts Galgenberg genannt. 1820 beschloss man dort ein Schützenhaus zu bauen, das am 18. Juni 1923 eingeweiht wurde. Von 1870 an erfolgten mehrere Um- und Neubaumaßnahmen, die sowohl die Außenanlagen als auch die Gaststätte und den Saal betrafen. Diese fanden im Jahr 1901 ihren Abschluss. Seither hatte das Gebäude etwa das bis 2021 gewohnte Aussehen. Aufgrund der großen Freifläche richtete Mühlhausen am Schützenberg die Gewerbeausstellung 1903 aus. 1924 wurde der Saal nochmals vergrößert und bot so nun über 700 Personen Platz. 1948 erfolgte die Umbenennung vom Gasthaus Schützenberg in Volksgarten. Danach für allerlei kulturelle Veranstaltungen genutzt, bekam es 1973 den Namen Zentrum der Jugend. Nach der Wende geschlossen, verfiel das Haus immer mehr. Nachdem etliche Verpachtungsversuche fehlgeschlagen waren, konnte mit gesicherter Finanzierung das Haus grundlegend saniert und am 20. März 1998 wiedereröffnet werden. Ein neuer Besitzer sanierte 2002 nochmals Haus und Saal und verpachtete die entstandene Großküche. Anfang 2021 kam das endgültige Aus für den Schützenberg. Der Saal wurde abgerissen und an seiner Stelle neue Wohnhäuser erbaut. Montag geht's zum ersten Mal mit Johannistal. Johannistal ist wunderschön. Ja, da gibt's ein Wiedersehen. Mit diesem alten Mühlhäuser Kirmeslied geht es in den Nordwesten der Petri-Vorstadt. Am Ende der Johannisstraße, dort wo die Breizhülze unter dem Johannistalbach hindurchfließt, empfängt uns eines der Mühlhäuser Wahrzeichen. Die dicke Linde ist etwa 160 Jahre alt
und steht als Naturdenkmal seit 1936 unter Naturschutz. Leider wurden zwei ihrer einst vier ausladenden Äste beim Januarsturm 2018 abgebrochen. Die verbleibenden zwei Äste wurden gekürzt, um die Krone zu entlasten. Sie steht direkt am alten Feldwehr, wie dieses Aquädukt der Breitsülze genannt wird. Alten Geschichten zufolge soll hier die Rabbinsmühle gestanden haben. Ein Feldstein mit der Jahreszahl 1664 an der Böschung der Breitsülze ist angeblich alles, was von der Mühle blieb. Mythos oder Wahrheit? Leider nur Mythos, denn belegt ist, dass im Jahre 1664 das wilde Feldwehr im Johannistal erneuert wurde. Die Buchstaben im Stein sind die Initialen der beiden Ratsherren, die diese Erneuerung beaufsichtigten und die zu jener Zeit das Wassermeisteramt von Mühlhausen innehatten. Oberhalb der dicken Linde auf einer Anhöhe steht seit 1905 die Kleesvilla am Rande eines ehemaligen Steinbruchs. Das westliche Johannistal war mit seinen sanften Hängen einst ein guter Platz für den Anbau von Wein und war als Weidegrund sehr beliebt. Ab dem wilden Feldwehr im Hohlweg unterhalb des Galgenberges war es jedoch eine düstere, verrufene Gegend. 1925 wurde Johannistal der offizielle Straßenname und 1929 begann die Bebauung zwischen Johannistal, Tonberg und Breitsülze. Damit war auch die ruhige, geheimnisvolle Zeit des Johannistals vorbei. Der Johannistalborn, auch Gesundheitsborn genannt, ist der Zusammenfluss zweier Quellen und war ab 1841 nur durch einen einfachen Abschlussstein begrenzt. 1903 errichtete der Mühlhäuser Verschönerungsverein eine Grotte. Zusammen mit einer 1904 aufgestellten Ruhebank wird dieser Platz im Johannistal seither Knautsruh genannt. Oberhalb des Johannistals gibt es seit 1939 den Kruchenplan. Auch als Krüchen- oder Krugengasse bezeichnet, ist dies eine alte Flurbezeichnung aus dem 14. Jahrhundert. Als Kruchen, Krüchen oder auch Kriechen bezeichnete man früher Schlehenpflaumen. Neben dieser Straße gibt es noch viele ehemalige Feld- oder Gartenwege zwischen Johannistal und der Breitsülzenquelle. Sie tragen Namen wie Tonberg, Schneezaun, Schmalzholz, Pfafferröder Steingraben oder Herbstberg. Auf den Tonberg möchte ich etwas näher eingehen, da sich dort seit 1840 eine beliebte Ausflugsgaststätte befand. 100 Jahre bis zum 1. Mai 1940 war die Tonberg-Gaststätte mit seinen Gasträumen, dem Saal, der Glasveranda und dem Biergarten ein Anziehungspunkt der Mühlhäuser. Danach von der Wehrmacht als Ausbildungszentrum beschlagnahmt, wurde es 1944 Hilfslazarett und war nach dem Krieg bis 1946 von sowjetischen Truppen belegt. 1946 öffnete die Gaststätte nochmals bis 1948 und wurde dann endgültig geschlossen. Bis 1966 befanden sich dann das Thüringer Kreisforstamt und der staatliche Forstwirtschaftsbetrieb in der ehemaligen Gaststätte. 1970 zog nach Umbauarbeiten die Jugendherberge Heinrich Pfeiffer in das Objekt. 1989-90 wurde das alte Gebäude abgerissen und die Jugendherberge stellte wegen Neu- und Umbauarbeiten bis zur Wiedereröffnung 1993 den Betrieb ein. Seit der Neueröffnung bietet die Jugendherberge bis zu 78 Jugendlichen Übernachtungsmöglichkeiten. Immer näher kommen wir der Breitsülzenquelle.
Eigentlich heißt dieser künstliche Bach nicht Breitsülze, sondern Breithölzer Wasser. Breites Holz war bis ins 13. Jahrhundert eine Siedlung des Kloster Reifensteins bei der Quelle des Breithölzer Wassers. Zu den Bildern der Bachstrecke vom Tonberg bis zur Quelle möchte ich etwas zu diesem einst für Mühlhausen so wichtigen Gewässer erzählen. Die Quelle entspringt bei 226,75 Meter über Normalnull. Ihr Quellteich ist nicht sehr tief, ca. 40 Meter lang sowie 15 Meter breit, hat also eine Fläche von etwa 600 Quadratmetern und liefert etwa 160 Kubikmeter Wasser pro Stunde. Die Wassertemperatur liegt das ganze Jahr über bei gleichbleibenden 10 Grad Celsius, bleibt also auch im Winter meist eisfrei. Von der Quelle bis in die Stadt liegt die Breitsülze 5,5 Kilometer zurück. Der höchste Punkt der Stadt am äußeren Frauentor, an dem auch der neue Bachlauf vorbeiführt, liegt bei 224,95 Meter über Normalnull. Das sind genau 1,80 Meter, die Quelle höher liegt als der höchste Punkt der Stadt. Das bedeutet, dass das Wasser ein Gefälle von nur 3 mm auf 100 Metern hat. Um etwa 1 cm Höhenunterschied zu überwinden, muss also der Bach eine Strecke von fast 300 Meter zurücklegen. Bemerkenswert ist, dass die Mönche des Klosters Reifenstein im 13. Jahrhundert dies bereits berechnen konnten, ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel. Das grenzt an ein Wunder, und bei Wundern hatte, vor allem im Glauben der Menschen im Mittelalter, der Teufel seine Hand im Spiel. So entstand die Sage der Breitsülzenherleitung. Einst saß ein Mönch des Reifensteiner Klosters wegen allerlei Vergehen in der Gefängniszelle des Rabenturms und wartete auf seinen Prozess. Zur selben Zeit suchte der Rat der Stadt Mühlhausen händeringend nach einer Möglichkeit, dringend benötigtes Wasser in die Oberstadt zu bekommen, und hatte dafür eine hohe Belohnung ausgesetzt. In seiner Todesangst besann sich der Mönch auf die Quelle bei Breites Holz. Er rief: "Ich muss das Quellwasser von Breites Holz in die Stadt leiten, und wenn es mein Seelenheil kostet." Plötzlich zitterten die Mauern des Turms, Donner grollte und ein Blitz zuckte hernieder. In einer schwefelstinkenden Wolke erschien der Teufel persönlich. "Du hast mich gerufen, Mönchlein, und hier bin ich. Verschreibe mir deine Seele und du erhältst den Plan zum Einleiten des Quellwassers in die Stadt." Am ganzen Leibe zitternd unterschrieb der Mönch den Pakt. Daraufhin zeichnete der Teufel auf einem Pergament genau den Weg ein, den das Wasser nehmen sollte. Gleich am nächsten Morgen ließ der Mönch dem Rat mitteilen, einen Weg zur Einleitung des Breithölzer Wassers in die Stadt gefunden zu haben. Hocherfreut über diese Nachricht entließ man den Mönch aus dem Kerker, versprach ihm Leben sowie seine Freiheit und beauftragte ihn mit dem Anlegen des neuen Bachlaufes. Binnen einem Jahr floss das Breithölzer Wasser, welches wir heute Breitsülze nennen, in die Oberstadt. Der Mönch aber ward von da an nie mehr gesehen. Vom Reich der Sagen zurück zur Breitsülze, ihrer Quelle und dem ehemaligen Gasthaus. Das Gasthaus zur Breitsülze wurde 1837 durch den Schankwirt Eisenhardt errichtet. Auch wurden regelmäßig Brunnenfeste dort gefeiert. Das letzte Brunnenfest an der Breitsülzenquelle fand 1970 statt. Sehr idyllisch gelegen mit einem Biergarten am westlichen Quellenrand, bot die Gaststätte in jener Zeit etwa 90 Personen Platz. Das beliebte Gasthaus blieb bis zum Ende der 1990er Jahre geöffnet und wurde nach dem Verkauf abgerissen. Etwa 50 Meter nördlich des Quellteiches der Breitsülze fließt der Sambacher Steingraben vorbei. Er wird nach der Lohmühle am Danitzberg zum Ölgraben und mündet nach der ehemaligen Papiermühle in der Sachsensiedlung in die Unstrut. Benannt ist der Steingraben nach dem ehemaligen Zisterzienserkloster Sambach, das bereits 1150 erstmals erwähnt wurde. Seit im 17. Jahrhundert das Gut an die Stadt Mühlhausen verkauft wurde, darf sich der Hof Stadtgut nennen.
Aus dieser Zeit stammen die ältesten Gebäude und Gebäudeteile des Hofes, wie das Gutshaus und das Torhaus. Die Hollenbacher Landstraße und die Mittelstraße wurden bis zum Anfang der 1840er Jahre als Feldschaussee bezeichnet. Sie war einst die Hauptstraße in Richtung Eichsfeld. 1841 wurden zuerst die Mittelstraße ausgebaut sowie umbenannt und 1843 folgte die Hollenbacher Landstraße bis Sambach. Am sogenannten Spitzigen Höfchen, heute Hollenbacher Landstraße 1, stand bis 1951 das Pulverhaus. Dies wurde ab 1939 als Wohnhaus genutzt. Vor allem um 1900 siedelten sich viele Firmen und Handwerker sowie Geschäfte in der Mittelstraße an. Die Palette reichte von Lebensmittelgeschäften und Bäckereien über Autoreparaturwerkstätten sowie Tankstellen bis hin zu Gaststätten. Eine davon ist die seit etwa 1890 in der Mittelstraße 138-139 zu findende Gaststätte Kaiser Friedrich. Ein Kolonialwarengeschäft gehörte damals zum Gasthaus. Anfang der 1920er Jahre hieß das Haus zur Diele und seit etwa 1930 Gambrinus. Die heute eher beschauliche Scharfentorstraße wurde unter diesem Namen 1876 erstmals erwähnt. Zuvor hieß sie Kielings- oder auch Kühlingsgasse und davor Ziegelstraße. Sie war einst die Hauptstraße in Richtung Eichsfeld. Der Namensursprung Schaffentor ist nicht geklärt. Es wird aber angenommen, dass er von den Schafen herrührt, die durch die Straße und durch das Tor einst in die Vorstadtflur getrieben wurden. Damals wurde eher ein F mehr geschrieben und auch gesprochen. Von den einst zwei Gasthäusern dieser Straße gibt es eines, die Schmidtsche Gaststätte an der Ecke Harwand, die spätere Petri-Drogerie schon seit 1919 nicht mehr. Eigentlich schon auf der Straßenseite von St. Margareten gelegen, reicht der Ursprung von Eisenharts Lokal bis 1826 zurück. Die Familie betrieb das beliebte Gasthaus bis 1908 und ließ einige Neubauten wie Musikhalle, Gartenlokal und Kegelbahn errichten. Nach 1945 dienten Vorsaal, Saal und Vereinsräume als Umsiedlerunterkunft. Ab 1950 war das kommunale Wirtschaftsunternehmen der Stadt Eigentümer. 1953 im Clubhaus der BSG Einheit und 1961 in Kulturhaus des Kreisverbandes der Kleingärtner umbenannt, ist die Gaststätte und der Saal seit längerem sanierungsbedürftig. Als Gaststätte wird das Haus schon längere Zeit nicht mehr genutzt. Der Hofbereich dient der Kirmesgemeinde Schaffentorstraße als Kirmesdomizil. Der Petriteich und die dazugehörige Straße. 1761 wurde die Straße am Petriteich erstmals erwähnt. Sie reicht vom Petri-Steinweg bis zur Einfahrt Schaffentorstraße. Der Petriteich gehört zu den Fischzuchtteichen vor der Grabenwallanlage, dem Hirschgraben. Um 1930 wurde der verschlammte Teich trockengelegt, verfüllt und als Turnerplatz genutzt. Später war er Parkanlage und Spielplatz. Anstelle der ehemaligen kleinen Gartenhäuser standen seit Ende des 19. Jahrhunderts am Petriteich mehrstöckige Wohnhäuser. Die Bäume an der Teichnordseite sollen am Ende des 19. Jahrhunderts gepflanzt worden sein, vielleicht sogar schon früher. 1937 entstand das Gemeindehaus zwischen dem trockengelegten Teich und der Kirche und eine Tankstelle gab es in den 1920er und 1930er Jahren am Petriteich auch. Wurde der Petri-Steinweg als vom Hause unseres Herrn gegenüber dem Plapakum, also dem Plobach, auf einer breiten steinigen Straße, die bergab nach St. Peter bzw. Petri führt, erstmals erwähnt. Als Steinweg wurden schon früher mit Stein gepflasterte oder befestigte Straßen bezeichnet. Der Petri-Steinweg führt vom Plobach bis zum ehemaligen Schaffentor. Vier Gasthäuser gab es am Petri-Steinweg.
in der Nummer 6 von 1889 bis 1991 die Berghalle, später Schröders Bierstube. Das Haus wurde 1994 abgerissen. Die Weintraube am Petristeinweg 1415 gab es schon vor 1888. Unter dem Namen Taj Mahal gibt es die Weintraube bis heute. Die ehemalige Petrischenke in der Nummer 32 existierte von 1877 bis 1958. Danach war sie bis 1990 Lager der HO. Zum ehemaligen Gasthaus in der Nummer 6869 gibt es weder Namen noch weitere Daten. Noch ein kurzes Wort zur Weidengasse, die vom Petriteich zum Blobach als Fußweg führt. Sie ist schon seit 1736 als Weidengraben, seit 1869 als Im Weidengraben bekannt. Wieder auf dem Blobach angekommen, beschäftigen wir uns erst einmal mit dem Thomas-Münzer-Denkmal. Es wurde zwischen 1953 und 1956 vom Bildhauer Willi Lammert entworfen und gefertigt. Nach einigen überwundenen Schwierigkeiten wurde es am 25. Mai 1957 eingeweiht. Bis 2008 stand es an der Stadtmauer zwischen Rabenturm und innerem Frauentor am Zugang zum Hirschgraben. Danach verschwand es für 2 Jahre zur Aufhübschung und zum Schutz vor Schäden während der Stadtmauersanierung. Seit 2020 steht Münzer mit Schwert und Bibel wieder an seinem alten Platz. Mit dem Hirschgraben, zumindest mit einem Teil, sind wir am letzten Weg der Petri-Vorstadt angekommen. Er führt vom Blobach auf dem Grabenwall entlang bis zur Fortenstraße. Der untere Teil gehört aber zu St. Margareten. In einem weiten Bogen zieht sich der hohe Graben von Südwesten bis nach Norden um die Innenstadt. Er ist ein sogenannter Grabenwall und wurde 1505 angelegt. Ursprünglich ist der heutige Hirschgraben ein Teil des Hohengrabens. Man benannte aber diesen Teil der Wehranlage nach einem Hirsch, den Herzog Ernst von Eisenach-Gotha dem Mühlhäuserrat schenkte und der dort gehalten wurde. Das dürfte um 1640 gewesen sein. Wenn man auf dem Hirschgraben entlang geht, kommt man an einem kleinen Platz vorbei, der nahe der Petrikirche gen Norden den Wall erweitert. Dieser Platz nennt sich Luisenruh. Im Juni 1803 weilte zum ersten Mal, nachdem die Stadt Mühlhausen der Krone Preußens einverleibt wurde, König Friedrich Wilhelm III. Und seine Gattin Luise in unserer Stadt. Gern verweilte die Königin auf einer Stelle des Hirschgrabens, der eine besonders liebliche Aussicht gestattete. Es bestand danach in der Bevölkerung der Wunsch, die Erinnerung an die erste Anwesenheit des Königspaares in Mühlhausen durch ein äußeres Zeichen wachzuhalten. Am 25. Juni 1863 ging jener Wunsch in Erfüllung. Es wurde ein nach dem Entwurf des Stadtbaurates Eduard Weniger gefertigtes, geschmackvolles gusseisernes Gitter mit Gedenktafel aufgestellt und der Platz nach der Königin Luise als Luisenruh benannt. Die Aufschrift der Gedenktafel lautet: Zur Erinnerung an die Anwesenheit JJMM des Königs Friedrich Wilhelm III. Und der Königin Luise am 25. Juni 1803. Die Tafel wurde in den 1950er Jahren entfernt und im Museum aufbewahrt. Erst 2003, aus Anlass der 200. Wiederkehr des Tages, ließ man die Anlage neu errichten und die Gedenktafel wieder anbringen. Der Hirschgraben ist ein beliebter Spazierweg und der Graben im Winter eine gern besuchte Rodelbahn. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen aber nicht nur der beeindruckende Graben sowie der Hospitalturm und der Blick auf St. Petri. Den oberen Abschluss des Grabens bildet das dritte Aquädukt der Breitsülze. Nachdem es in der DDR vollständig zugeschüttet war, wurde es bei der Sanierung des Blubachs 1999-2000 wiederentdeckt und saniert.
Auch dieser Ausflug in die Petri-Vorstadt geht einmal zu Ende. Ich hoffe, dass ich wieder etwas Wissenswertes vermitteln und dazu interessante Bilder zeigen konnte. Bleiben Sie auch weiterhin neugierig, zum Beispiel auf die letzte Mühlhäuser Vorstadt St. Margarethen. Ihr Thomas Peter.